Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich zuallererst die Ankündigung, Donnerstag, 16 Uhr, seid gern mit dabei. Ich denke mal, da gibt es wieder den nächsten Livestream. Also wird eine wilde Sache, denke ich mal. Da können wir bestimmt wieder in das ein oder andere reingehen. Ihr habt es ja gemerkt in der letzten Zeit, es gab ordentlich Packluck und vielleicht haben wir da auch wieder im nächsten Livestream Glück und ziehen irgendwas Krasses. Wir werden sehen, ich habe auf jeden Fall Bock und mal gucken, was dann eben so Schönes uns dargeboten wird, weil ich kann mir ja vorstellen, dass EA vielleicht auch wieder was raushaut, vielleicht auch nicht. Also mal sehen. Ja, aber so viel Packluck, wie ich in der letzten Zeit hatte, da ist es schon fast schwierig, hier so nochmal sich irgendwas zu wünschen. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen zuallererst rein. Ich habe hier Glückwunsch an den Sieger. Ein 88 bis 97er Pack aus der Herausforderung habe ich hier mal direkt am Anfang hier am Start. Schauen wir mal rein hier, oder? Machen wir einfach mal, gehen wir einfach mal rein. Let's go, gönn. Packlackpfeife und Walkout. Okay, Icon, wen haben wir? Wir haben Spanien, wir haben IV, wir haben Icon und bekommen Carlos Puyol. Ja, Carlos Puyol. 90 ist jetzt nicht das, was du haben willst, ne? Also, der geht vielleicht raus, aber sonst, pff, vielleicht noch was dahinter? Nee, auch nicht. Gosens, Ococha und Guardado oder so. Ja, doch, geht raus. Geht raus, okay, 2 Millionen, schön und gut, nehme ich mit, aber ansonsten ist es jetzt nicht ganz so das Wahre, um ehrlich zu sein. Naja, gut, ein paar Scout-Punkte, okay, nehme ich mit. Ist auch ganz cool. Hier habe ich 7 von 30. Was muss ich denn dafür machen? Scouting-Reisen? Achso, ich muss hinten nach so durchführen, ja. 30 Stück ist easy. Ich habe auch aktuell schon ziemlich viel angespart. 1100 Stück. Da wird ein bisschen was da sein für einen Livestream, Leute. Da wird es richtig reingehen, auf jeden Fall. Aber gut, das hier nur mal so am Rande. Ich kann auch mal sonst schauen. Ich habe hier im normalen Star Pass noch ein bisschen was da. Da werde ich wahrscheinlich ja auch reingehen. Ich habe ja eigentlich auch Bock, mir den Star Pass an sich zu holen. Aber irgendwie auch nicht so, ne? Es ist so eine Überlegung. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache oder nicht. Muss ich noch überlegen, weil auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht gut. Und hin und her und her und hin. Und am Ende entscheidet man sich dann doch immer fürs Falsche. Also, keine Ahnung, keine Ahnung. Wir gehen mal rein hier. Oh, Walkout. Das ist ein Icon. Das ist aus dem normalen Wochenendabschlusspack. Das ist Makelelelelelele, oder? Jawohl, Makelelelelelele ist es hier. Sehr schön. Aus einem ganz normalen Wochenendabschluss-Pack hier. Ja, nehme ich einfach mal mit hier. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Einfach mal hier mal, einfach mal schön ein bisschen Packluck auch am Start hier. Ja, also direkt erstmal eintüten. Ja, sonst leider ja, habe ich noch nicht viel spielen können in der Champions League. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Aber ich hatte einfach wirklich am Wochenende überhaupt keine Zeit dafür. Na, mal sehen, ob ich das noch hinbekomme. Ich kann nochmal hier kommen. 80 bis 97 öffnen. Haben wir da vielleicht noch irgendwas drin? Walkout, interessant. Normaler Walkout. Argentinien. Rechtsverteidiger. Oh, wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt der Geier? Nee, Voigt. Ah, gut, da gibt's bessere. Da gibt's bessere, okay. Und der Rest ist alles untrade. Also untradable, soll ich ja sagen. Wurde mir ja beigebracht. Okay, zack, das heißt, das hier können wir auch nochmal machen. 80 bis 97 haben wir auch hier nochmal. Haben wir ja auch nochmal einen Walkout? Haben wir nicht, okay. Wäre jetzt auch zu krass gewesen. Omlin nehme ich mit. Und das heißt, jetzt kann ich hier nochmal dieses Pack öffnen. Nehmen wir mit. Centurions Questmeister. Ja, perfekt, das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt hier unten. Centurions Standard Pack haben wir am Start. Perfekt. Gehen wir rein. Kein Walkout. Und nehmen wir einfach mal mit. 83er David Neres ist der Beste. Okay. Gut, den Rest kann ich jetzt aktuell noch nicht machen. Da muss ich noch ein bisschen Geduld haben. Aber das kriege ich, denke ich mal, hin. Ja, und hier das mit dem Anmelden, das sollte eigentlich auch möglich sein. Ich brauche 14 Tage und dann kriege ich immer hier so die 500 FC Points. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Und da habe ich dann immer so ein bisschen was mit am Start hier. Geil eigentlich. Dann gibt es ja noch hier ein paar neue Packs, also nicht Packs, aber es gab ja hier die Division Rivals Belohnungen. Ich habe ja auch ein bisschen was bekommen, aber halt nicht viel. Ich habe nicht viel gespielt, also bei mir kommt da jetzt nicht viel rum. Ich habe das Pack hier schon geholt. Ich habe jetzt 8000 Punkte, ist nicht viel, also wirklich pff,
Leute, da braucht ihr gar nicht zu schauen bei mir. Ich habe da wirklich so wenig Zeit gehabt dafür, weil auch so viele Events immer da war, was man so spielen musste. Und da kam ich überhaupt nicht dazu, da nochmal was anderes zu öffnen. Aber gut, ich würde sagen, ich kann nochmal hier ein paar Gems mitnehmen. Komm, die Gems nehme ich jetzt einfach nochmal mit. Da sieht es nach ein paar mehr Gems auf jeden Fall aus. Und ja, hier zack, haben wir eigentlich alles gemacht. Perfekt. Gut, noch ein paar Gems am Start. 7400, da werde ich wieder noch ein paar dazu bekommen durch dieses 1000er Pack und dann vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich hier hinten immer durchgehe. Wenn wir hier bei, naja, wo sag ich schon, wo sind wir hier? Bei Centurions und dann hinten bei diesem, naja, Centurions finden und da können wir ja reingehen und können ordentlich was an Gems bekommen. Hier gibt es ja zum Beispiel 500, da ist ja schon mal ordentlich was mit am Start und hier gibt es dann 1000, also das ist schon ein bisschen was. Ich würde sagen, komm, wir können mal zweimal noch drehen oder abschließen oder was auch immer das Ganze ist. Ich habe noch kein einziges Mal hier ein 88 bis 97er Pack gefunden, aber gut, das ist eine andere Sache. Oder einfach mal was Gutes. Na gut, das ist ein Dudek. Kann ich eigentlich auch aktuell überhaupt nicht gebrauchen. Na gut, nehmen wir mit. Einmal würde ich es jetzt noch machen. Vielleicht komme ich ja. Na gut, Neuhaus würde ich mitnehmen, aber es ist halt alles untradable. Also pff, kommt man eigentlich gar nicht so ans Ziel dorthin, wo man möchte. So, was haben wir hier? Was gibt's da Schönes? 20.000 Münzen, toll. Also bisher noch nichts wirklich Gutes hier rausbekommen. Weiß nicht, habt ihr schon was Gutes rausbekommen? Dann schreibt's mal gern in die Kommentare. Dann geht's jetzt für mich nochmal rein hier im Centurions Event. Dann geht's jetzt für mich nochmal rein im MLS Event hier hinten bei Ära. Da kann ich nämlich noch was abholen. Da kriege ich nämlich noch einen schönen KK und eine 90 bis 95er Spieler. 90 bis 95er Icon, sehr, sehr cool auf jeden Fall, weil damit lässt sich bestimmt wenig anfangen, aber ja gut, egal. Es ist trotzdem immer eine coole Icon. Vielleicht hat man ja Glück und zieht irgendwas Interessantes. Also zuallererst würde ich mal einfach hier schnell KK abholen. Der ist sowieso nur SBC-Futter. Gut, der Rest wird dann auch SBC-Futter sein. Aber okay, dann ist es halt so. Bin ich aber trotzdem gespannt, weil diese Base-Icons, die hatte man eigentlich ewig nicht mehr. Und da bin ich mal interessiert, was da alles noch so Schönes drin sein kann. Also 90 bis 95. Ich glaube, der Beste ist immer noch R9, oder? R9 müsste, glaube ich, der Beste sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, gehen wir mal rein, testen wir das Ganze mal aus. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Let's go, auf geht's. Packlack Pfeiffer am Start und komm. Und, oh, Brasilien. MS, das ist, Pelé, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist Rivaldo. Yo, Pirivaldo, übelst vergessen. Das wäre so der Pelé gewesen. Oh Mann, das kannst du doch keinem erzählen. Es ist Rivaldo. EA macht diesen. EA macht diesen. Junge, das ist doch Pelé, oder? Ach Mann, das ist doch Pelé. Denke ich noch. Oh mein Gott, und dann kommt einfach Rivaldo raus. Oh, ist das bodenlos. Ist das bodenlos, ey. Ja, Leute, so kann es eben auch laufen, ne? So kann es eben auch laufen, aber ey, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Packlack der letzten Tage, da brauche ich mich gar nicht beschweren. Natürlich bricht das aber trotzdem, das ist ja klar, das bricht einen trotzdem. Aber man kann da, ich denke, man kann drüber wegsteigen da. Ja, okay, aber wir nehmen Mascherano nochmal mit, 91 ist auch gut. Auch eine coole Sache, let's go. Schön, 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 und dann können wir hier Club, kann ich noch irgendwie eigentlich aktuell, ne, ich glaube, ich kann gar nichts mehr richtig machen. Ich kann auch trainieren, aber jetzt sonst für die nächsten Stufen brauche ich immer 4 Mascheranos und das ist ein bisschen viel tatsächlich. Aber gut, ich könnte jetzt mal mit Bellingham weitermachen mit dem Training. Das sehe ich hier auch gerade. Ah, ne, komme ich noch nicht mal so weit. Okay, muss ich nochmal warten, bis ich ein paar mehr 50, 60 plus Spieler habe, weil die 70er will ich nicht reinhauen. Die kommen lieber in den Umtausch irgendwo rein. Zum Beispiel in den hier. Vielleicht haben wir hier mal Glück am Start. Oh, das sind ziemlich viele Spieler, die man hierfür braucht immer. Aber man kann es ja mal versuchen. Aber ich werde ihn auch nur einmal machen, weil ich brauche ja auch die Spieler noch für diesen Scouting-Punkte-Umtausch, wie auch immer. Gehen wir rein. Wir haben Walkout. Ah, Champions League Walkout, okay. Italien. RV, das ist, weil, wie hieß er? Di Lorenzo, 86 immerhin. Immerhin 86, aber ja, kannst halt auch wenig mit den Spielern anfangen, naja.
Aber ist halt so. Ist halt so, aber trotzdem nimmt man natürlich erst einmal mit. Ich würde jetzt auch an der Stelle einfach mal sagen, was habt ihr aus eurem 90 bis 95er Pack gezogen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, an der Stelle bis zum nächsten Mal und tschüss.